Einen schönen guten Abend. Toll, dass Sie hier sind. Toll, dass wir uns alle ohne Masken sehen können. Sie sehen mich leicht maskiert mit Bart. Den habe ich mir wachsen lassen, während ich Covid hatte. Es war nicht lustig. Lassen Sie sich impfen. Üben Sie unlauteren Druck auf Ihre Kinder und Freunde aus. Es lohnt sich. Aber kommen wir zum berühmten Inhaltlichen. Ich möchte Ihnen eine kommerzielle Möglichkeit heute Abend bieten, für die Sie wahrscheinlich ewig dankbar sein können werden. Sie haben die inzwischen einmalige Gelegenheit, eine Wolke zu kaufen und nach sich benennen zu lassen. Das Ganze ist das Kunstprojekt einer jungen holländischen Studentin, Noa Jansma. Niemand kennt sie und niemand muss sie kennen, aber sie hat ein wunderbares Masterprojekt gemacht. Sie hat ein Computerprogramm entwickelt, mit dem man Wolken kaufen kann. Eine Kamera fängt die Wolken ein, projiziert sie an eine Decke. Ein Algorithmus rechnet sich aus, wie der Energiegehalt einer gewissen Wolke ist und bepreist sie dann danach. Neben der Wolke erscheint ein QR-Code und damit können Sie die Wolke kaufen und sich für immer zu eigen machen oder eigentlich nicht für immer, denn sie geht dann in einen digitalen Himmel, wo sie allerdings Spekulationsobjekt wird und wo auch die größeren Wolken haben, die Eigenschaft haben, die kleineren aufzufressen. Also es ist auch ein kapitalistischer digitaler Himmel. Noa Jansma ist, wie gesagt, eine junge Studentin, aber danach gefragt, warum sie das gemacht hat, hat sie gesagt, sie hätte mal gelesen, dass nordamerikanische Indianer so erstaunt gewesen wären, dass die Leute, die da zu ihnen kamen, glaubten, dass man Land kaufen und verkaufen kann. Und sie hat gesagt, aber wenn das so ist, warum haben wir dann nicht längst schon den Himmel so kolonisiert, dass wir auch Wolken also zu kommerzialisieren und zu Handelsobjekten machen? Eine wunderbare Idee und vielleicht eine Art von Fortschritt, zumindest in einer Zeit, in der Schürfrechte in der Tiefsee auf Kometen und am Mond bereits verhandelt werden und Milliardäre in gigantischen Falli in den Himmel fliegen. Das Seltsame ist, dass diese Gesellschaft, die das tut, eigentlich, das sind unsere Gesellschaften, eigentlich Gesellschaften ohne Zukunft sind. Das wage ich mal zu behaupten. Wir haben keine realistische Hoffnung, dass die Zukunft besser werden könnte. Wir haben keine Szenarien wirklich, wie das aussehen könnte. Und es gibt, entschuldigen Sie, Herr Vizekanzler, sehr wenige Politiker, die den Mut haben, mit irgendeinem Szenario, einer Art Vision vor ihre Wählerinnen und Wähler zu treten und sagen, so könnte dieses Land aussehen, wenn wir uns bemühen. Stattdessen ist die höchste Ambition unserer westlichen Gesellschaften im Prinzip Statuserhalt geworden. Wir halten das ganz fest, was wir uns erwirtschaftet bzw. ergaunert haben. Und die größte Priorität jeder guten Politik ist, so lange wie möglich herauszuzögern, dass wir es wieder hergeben müssen. Das führt zu einer Welt, ich möchte Ihnen nur zwei ganz kleine Zahlen geben, weil sie immer noch erstaunlich sind für mich. Und ja, ich habe sie nachrecherchiert. Innerhalb von einer Minute im Moment verschwinden 1 Million Tonnen Grönlandeis, schmelzen ab. Und innerhalb von einer Minute werden 30 Fußballfelder Regenwald vernichtet. Eine Minute, 30 Fußballfelder Regenwald. Das heißt, dass der Amazonasdschungel inzwischen nicht mehr CO2 aufnimmt, sondern mehr emittiert, weil so viel Holz verbrannt wird. Und dazu muss man dann sagen, wenn die Frage ist, wie geht Zukunft, so geht Zukunft nicht. Ich bin aber Historiker und als solcher versuche ich immer, mich für die Ursprünge von Dingen zu erzählen. Und dieser Wahnsinnstrip, den das Tier Homo sapiens da hinlegt, ist es schon wert, sie nochmal genau angesehen zu werden. Was wir hier erleben und womit wir leben und woran wir auch, wobei wir auch zum Teil immer wieder Komplizen sind,
ist eigentlich eine sehr alte Idee. Sie finden sie schon vor knapp 3000 Jahren, als ein anonymer Autor in einem dicken Buch einem Gott die Worte in den Mund legte: Macht euch die Erde untertan. Das war der hebräische Gott und er sprach mit Adam und Eva. Aber die Ambition, sich die Erde untertan zu machen, war vielleicht eine wahnsinnige Selbstüberschätzung und eine nützliche Selbstüberschätzung in der Bronzezeit, wo es diese Möglichkeit einfach noch nicht gab. Heute wird sie eher zu einer Art elaboratem Selbstmordrezept. Das Seltsame aber ist, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, dieser Satz, das war so eine Art mythologische Atombombe. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein alter Grieche oder ein anderer Polytheist, dann wissen Sie, wenn Sie in See stechen wollen, müssen Sie Poseidon ein Opfer bringen, damit er Ihnen wohlgesonnen ist. Wenn Sie irgendwas anderes tun wollen, müssen Sie andere Götter oder Dämonen oder Waldgeister befrieden durch Opfer oder Gebete oder anderes. Das heißt, Sie wissen, Sie sind mit der Natur im dauernden Austausch. Es ist reziprok. Die Natur hat auch was mit Ihnen zu tun. Sie hat auch Auswirkungen auf Sie. Und wenn Sie Auswirkungen auf die Natur haben wollen, dann müssen Sie anfangen, mit der Natur ins Gespräch zu kommen. Sonst geht es nicht, sonst werden die Götter zornig. Und dann kommt die Bibel und sagt, nein, diese Natur ist totes Territorium. Das ist Staub. Der will nichts, der kann nichts, der sagt nichts. Der kann, ja, gekauft und besessen und penetriert werden. Und wenn Sie finden, das ist eine sehr phallozentrische Argumentationsweise, dann würde ich Ihnen im Prinzip zustimmen. Aus diesem biblischen Glaubensprinzip ist etwas anderes geworden in der Aufklärung, aber nicht etwas sehr anderes. Es ist eigentlich sozusagen umetikettiert worden. Denn aus der Idee, dass der Mensch in Gottes Auftrag die Natur beherrscht, ist die technische, wissenschaftliche Naturbeherrschung geworden. Aber die Idee der Naturbeherrschung selbst wurde nicht in Frage gestellt. Das ist, entschuldigen Sie, ich glaube, ich knistere etwas. Das ist erstaunlich, dass also dieses Axiom eigentlich in unserer Geschichte so wenig in Frage gestellt wurde. Ja, es gab auch schon immer Denkerinnen und Denker, besonders Denker muss man sagen, in diesen Zeiten, die anderes gesehen haben, anderes gewollt haben. Aber das beherrschende Paradigma, das war doch ohne Zweifel das der Naturbeherrschung. Und das hat uns den Fortschritt gebracht, der uns erlaubt, heute in einem schön belüfteten und gekühlten Theater zu sitzen, gute Zahnmedizin zu haben und übrigens auch Demokratie zu haben. Denn Demokratie kostet eine Menge Geld. Und die Institutionen einer Demokratie kosten eine Menge Geld. Und ich sage das nur, weil es kein Zufall ist, dass fast alle Demokratien in Europa Kinder des Erdölbooms sind. Volle Demokratien in unserem Sinne gibt es auch in Europa erst sehr kurz. In Frankreich durften Frauen 1945 das erste Mal wählen. In der Schweiz war es, glaube ich, 1972. Der Kanton Appenzell hat noch 20 Jahre weiter ausgehalten. Aber Demokratien im vollen Sinne gibt es erst seit kurzer Zeit. Und die sind sehr fragile Gebilde. Ich möchte das nur betonen, weil das für mich auch wichtig ist in Diskussionen, die wir oft haben, um so etwas wie Kreislaufwirtschaft und No-Growth-Economies. Das klingt wunderbar. Aber wir brauchen auch die Institutionen, wir brauchen auch die Gesundheitssysteme, die Erziehungssysteme und das wird schwierig. Das müssen wir uns bewusst sein. Man kann nicht No Growth haben, Zero Growth haben und gleichzeitig sich leisten können, was man sich vorher leisten könnte. Das könnte eng werden. Trotzdem stehen wir vor dem Bankrott eines Weltbildes, das 3000 Jahre alt ist. Warum stehen wir vor diesem Bankrott? Ganz einfach, weil wir zu mächtig geworden sind. Ich meine das nicht im moralischen Sinne, sondern ganz einfach im technologischen Sinne. Durch das Erdöl haben wir, und davor durch die Steinkohle, haben wir die Produktivität von menschlicher Muskelkraft abkoppeln können, haben viel produktiver arbeiten können, viel mehr Reichtümer anhäufen können. Und jetzt sind wir buchstäblich in der Situation, dass wir an den Nebenfolgen unseres beispiellosen Erfolgs ersticken. Das ist einigermaßen paradox und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt,
Denn das stellt uns die Frage, was ist eigentlich Fortschritt? Ich glaube, Fortschritt ist am besten zu verstehen wie eine Art Ozeandampfer, der lauter schöne Dinge drauf hat, lauter tolle Technologien drauf hat, aber auch eine gigantische Bugwelle von Zerstörung vor sich her schiebt und nicht so leicht gestoppt werden kann. Transformation, und das ist Fortschritt, Transformation arbeitet immer über Zerstörung. Im 18., 19., frühen 20. Jahrhundert haben wir die noch stark in Europa gehabt, zum Beispiel die soziale Zerstörung durch die industrielle Revolution. Aber dann wurden wir immer besser darin, die Zerstörung wegzuschieben auf andere Kontinente und das, was auf dem Tanker war, an tollen Technologien für uns zu behalten. Natürlich hat Europa und Amerika Kriege geführt nach 1945, nur eben nicht in Europa und Amerika. Das war doch eigentlich klug. Fragen Sie mal die Vietnamesen und die Afghanen, wie klug das war. Das heißt, wir haben gelernt, die positiven Seiten des Fortschritts für uns zu nutzen und die negativen Effekte über den Horizont zu verschieben. Und dann ist etwas Peinliches passiert. Und das ist die Klimakatastrophe, denn da lässt sich das nicht mehr realisieren. Eine Ozeanströmung oder ein Höhenwind oder eine tektonische Platte oder übrigens auch eine invasive Spezies kümmert sich nur sehr wenig um nationale Grenzen oder Steuersysteme. Sie kommen einfach. Das heißt, plötzlich waren wir nicht mehr in der Lage, das, was wir verursachen, nicht mehr selbst auch die Konsequenzen davon tragen zu müssen. Und das ist das, die Situation, in der wir jetzt eigentlich stehen. Ich möchte noch einmal zurückkommen zu diesem Satz, macht euch die Erde untertan, weil es so ein mächtiges Modell war, weil es so mächtig war, dass die meisten von uns gar nicht imstande sind, uns zu überlegen, wie aberwitzig es eigentlich ist, wie völlig wahnsinnig diese Ambition eigentlich ist. Als kleines Säugetier sich zu denken, dass wir die ganze Natur unterjochen und ihre Prozesse bestimmen können. Aber wenn wir danach fragen, wie Zukunft geht, dann finde ich es eine interessante Frage, uns zu überlegen, was diese Idee eigentlich verdrängt hat, nämlich den Polytheismus. Und keine Angst, ich will nicht in der Mitte von Graz einen Zeus-Tempel errichten lassen, aber die Idee, dass die Natur auf uns einen Einfluss hat, dass alles, was wir tun, auf uns wieder zurückfällt, das scheint doch eine ganz sinnvolle Idee zu sein. Die Idee, dass wir in einem großen System stehen und nicht an der Spitze des Ganzen, nicht außerhalb und erhaben über die Natur, sondern mittendrin. Das ist vielleicht eine moderne Übersetzung dieses alten Gedankens, dass die Natur uns in Gestalt vieler Gottheiten dauernd präsent ist. Der französische Philosoph Bruno Latour hat es mal, finde ich, sehr elegant gefasst, ein schönes Bild. Er hat gesagt, wir sollten eigentlich aufhören, davon zu sprechen, dass wir auf der Erde leben. Denn wer auf der Erde lebt, der hat seine Füße im Dreck und den Kopf hoch erhaben in der klaren Luft und schaut sich um über den weiten Horizont. Wir sollten uns gewöhnen, daran zu denken, dass wir in der kritischen Zone leben. Und die kritische Zone, das ist die winzige Membran von Gas, die den toten Stein unter unseren Füßen trennt von der ewigen Leere über unseren Köpfen. Und in dieser winzigen Membran gibt es zig Millionen Akteure. Das fängt an bei Mikroben, das geht weiter zu Umweltgesetzgebung, das geht bis hin zu abschmelzendem Eis. All diese Akteure ändern in diesem System dauernd etwas. Wir sind einer dieser Akteure. Wir haben in der letzten Zeit eine Menge Lärm gemacht, aber es gibt uns eigentlich erst seit 200.000 Jahren und wir sind immer noch nicht so wichtig wie zum Beispiel Algen oder Ameisen. Aber wir halten uns doch für wesentlich wichtiger. Wie wäre es, wenn wir unsere Zukunft damit anfangen würden, über uns selbst etwas anders nachzudenken oder sogar radikal anders nachzudenken. Nämlich nicht als Herrn der Schöpfung, sondern als ein kleines Tier in diesem unendlich komplexen System, was seinen Ort in diesem System finden muss, denn sonst gibt es keinen Ort für ihn. Wie aber geht Zukunft? Ich möchte Ihnen ein
paradoxes Beispiel geben etwas. Ich habe einen Freund, der ist Winzer im Kamptal und hat sich gerade einen neuen Keller bauen lassen. Und er hat dem Architekten gesagt, du kannst alles machen, was du möchtest, ich habe nur eine Anforderung. Dieser Keller muss in 500 Jahren noch stehen können. Und da hat der Architekt ganz entsetzt gesagt, aber dann kann ich keinen Stahlbeton verwenden. Und mein Freund sagte, eben. Was mich an der Geschichte ehrlich gesagt besonders interessiert, ist, warum es so ein wahnsinniger Gedanke ist, in unserer Zeit in einem Zeitraum von 500 Jahren zu denken. Die meisten Gebäude, die uns umgeben, haben eine ausgerechnete Lebensdauer von 60 bis 80 Jahren. Das heißt, wir schauen heute voller Ehrfurcht römische Ruinen an und wenn jemand in 1000 oder 2000 Jahren zurück nach Europa kommt, was wird er dann sehen von der Zivilisation? Na klar, römische Ruinen. Das, was wir gebaut haben, wird längst verschwunden sein. Vielleicht ist es doch sinnvoll, in solchen langen Zeiträumen zu denken, die uns auch durch die Zeit die Idee geben, wir sind ein kleiner Teil von etwas, was viel größer ist als wir. Wir sind nicht besonders wichtig oder wir sind für uns wichtig, aber wir sind ein Teil von einem Strom, der durch uns durchfließt und über uns hinausgeht. Das übrigens ist auch das, wo ich wirklich glaube, dass künstlerische Projekte, künstlerisches Schauen, wie zum Beispiel das Wolkenkaufen, eine echte Rolle darin spielen können, Menschen neue Denkräume zu öffnen, Menschen neue Gefühlsräume zu eröffnen, Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, zu schmecken, wie diese Zukunft schmecken kann. Dafür muss man neue Figuren auf der Bühne des öffentlichen Diskurses haben. Eine solche neue Figur war zum Beispiel Greta Thunberg. Das war nun eine tatsächliche, echte Figur, ein echter Mensch. Aber was die an neuen Unterhaltungen angefangen hat, an Familienessenstischen in verschiedensten Ländern, das war revolutionär. Und das gibt Menschen die Möglichkeit, die Welt anzufangen, neu zu denken aus den eigenen Erfahrungsräumen heraus. Wie wäre es denn, wenn wir uns als Europa versuchen würden, so ein neues Projekt zu geben? Wie wäre es, wenn wir uns vorstellen würden, wir möchten das Land schaffen, das auch 2050, den Kontinent, die Welt schaffen, die auch 2050 noch eine gute sein kann? Das wird nicht ohne radikale Änderungen einhergehen, aber es würde unseren Gesellschaften, das meine ich ganz ernst, auch wieder ein Zukunftsszenario geben. Es würde uns einen Grund für eine plausible Hoffnung geben. Und ohne einen Grund für eine plausible Hoffnung verrotten eine Gesellschaft und eine Demokratie. Menschen wenden sich davon ab und wenn Sie mich fragen, zum Teil zu Recht. Ein relativ bekannter Mensch in diesem Land hat gesagt, wir können ja nicht gleich zurück in die Steinzeit gehen. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir werden gerade zurück in die Steinzeit gedrückt von der Natur, die unsere Systeme kaputt macht. Wenn wir das überstehen wollen, brauchen wir die besten Technologien, die besten Ingenieure, die besten Wissenschaftler, um überhaupt eine Chance zu haben. Dies ist Fortschritt unter Zwang. Zukunft entsteht, wenn Gegenwart gestaltet wird. Und dieses Gestalten ginge in Österreich, ehrlich gesagt, viel einfacher als in vielen anderen Ländern. Österreich hat den Luxus, nicht nur wegen seiner Energiesituation, sondern auch, weil es ein relativ reiches, relativ gebildetes, relativ kohäsives Land ist, tatsächlich zum Beispiel umzusetzen, innerhalb von 10 oder 20 oder 30 Jahren völlig energieneutral zu sein. Und das ist seltsamerweise noch eine kommerzielle Möglichkeit, denn Österreich, ein Land wie Österreich, würde damit die Technologien und die Expertise schaffen, die bald darauf in der ganzen Welt gebraucht würden. Das heißt, wenn wir wirklich in die Zukunft schauen könnten, dann gäbe es nicht nur Verzicht und dann gäbe es nicht nur keinen Urlaub und keine Autos mehr, dann gäbe es tatsächlich die Möglichkeit und die Notwendigkeit, unsere besten Fähigkeiten einzusetzen, um zu sehen, dass wir unseren Kindern dieses Land auch weitergeben möchten. Ein guter Freund von mir hat mal einen Satz gesagt, mit dem ich Sie eigentlich allein lassen möchte, denn die Situation ist sicherlich ernst bis verzweifelt.
Aber dieser Freund, leider noch ein Philosoph, sagte dann, weißt du, für Pessimismus ist es ein bisschen zu spät. Insofern wünsche ich Ihnen ein schönes Festival und angeregtes Nachdenken. Herzlichen Dank.